Jetzt treten wir in das nächste Reich. Das ist noch mega herzig. Ich bin der Kuppertisch. Für meine heutige anerfüllte Wünschemission hocke ich hier beim Zürich Zoo an der Kasse. Ich überrasche Lisa. Die kommt jetzt gerade und verkaufe ich ihr ein Spezialbillett. Hoi Lisa! Hallo! Hoi! Geht's gut? Ja. Du willst in den Zoo? Soll ich dich aufklären? Ja. Ja, wir gehen zusammen in den Zoo. Willkommen bei anerfüllte Wünsche. Hallo! So ein Gruselwetter! Ich habe für Lisa ein ganz besonderes Erlebnis im Zoo geplant. Für das gehen wir in die Masoala-Halle. Das ist eine Tropenhalle und das geht gut bei diesem Wetter. Als allererstes gehen wir auf den Aussichtsturm rauf. Hier oben wartet jemand, nicht der Flughund hier, die Anastasia, die mir von der Tierfaszination von Lisa erzählt hat. Und schau auch hier. Danke. Die beiden haben sich seit fast 2 Jahren nicht mehr gesehen. Wie geht's? Gut. Wir haben zusammen eine Überraschung für dich, gell? Ja. Mhm. Wollen wir es verraten, ja. Anastasia? Ja. Also nämlich darfst du da eine Futterrunde mit dem Tierpfleger und darfst dir so nahe anschauen, wie sie auch schon kennen. Das ist super. Unser Rundgang fängt in der Futterküche an, wo wir das Futter für die Tiere parat machen. So, schau, das ist die Futterküche hier bei der Masoala-Halle. Das ist der Chris, Tierpfleger. Hallo, herzlich willkommen. Da haben wir hier einmal unsere schöne Portion mit unserem Futter für unsere Affen. Mmh, lecker, 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 lecker. So, Hände auf. Und dann. So. Wow, die Lampe, die Lampe. Weiter geht's auf die Chamäleon-Zuchtstation. Da lernt Lisa den Rocco ein bisschen näher kennen. Du darfst ihn auch gerne mal anfassen. Eine der wenigen Tiere, die man anfassen darf. Einfach immer nachgreifen und ihn dir wieder zurückholen. Ja, das wird schwierig. Er lässt dann schon wieder los. Er wird gerne mal von uns rausgenommen, auch von uns Tierpflegern. Und für uns ist das natürlich was Besonderes. Da hat auch Lisa Freude. So, jetzt wollen wir aber auf die Futterrunde. Wir sehen das Chamäleon, ein Gecko und Wari. Wow! Das sind Lemuren. Das ist eine Halbaffenart und die kommt nur auf Madagaskar vor. Wow, die kommen aber mega nahe. Was ist das, was dich an Tieren so fasziniert? Ich habe ein bisschen auf gerne Tiere gehabt und auch aufgehört wegen dem Fleisch essen, weil ich sie halt so gerne hatte. Der besondere Zoobesuch hat Lisa Anastasia zu verdanken. Sie hat mir geschrieben auf srfzambo.ch. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, habe ich schon gemerkt, sie mag Tiere. Und so auch immer, wir sind ja Brieffreundinnen und dann tut sie auch immer mega schön zeichnen und so. Sie hat einfach mega gerne Tiere. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre eine neue Idee. Was denkst du, warum hat sie es verdient, dass du ihr diesen Wunsch erfüllst oder wir ihr diesen Wunsch erfüllen? Ja, weil sie einfach eine super Person ist und ich sie mega gerne habe. Darum gibt es heute auch diesen ganz speziellen Rundgang durch die Masoala-Halle. Für einmal sind wir hinter den Kulissen vom Zoo. So, Lisa. Jetzt treten wir in das nächste Reich. Die sind auch mega herzig, aber ein bisschen flinker. Wie der Kuppertisch. Das sind Markis. Die sind aber frecher. So, der hängt mir schon im Gesicht. Da musst du als Tierpfleger immer ein bisschen aufpassen. Ich finde die herziger. Warum? Weil sie so schnell und flink sind, also wie sie auch essen. Ganz schnell so. Ihr seht ja, wenn die den Kopf so hoch machen. Das machen sie, damit sie das Fruchtfleisch drin behalten und den Saft, damit der nicht rausfliegt. Wir gehen weiter zu der Aldabra-Riesenschildkröte. Einfach zu ihm hin. Und dann fässt du ihn mal hier so an. Und dann streichelt sie ihn mal. Ist mega ruhig, aber auch fein. Die leichten Bewegungen, die ich jetzt hier mache, die spüren sie. Die faszinieren auch mich total. Während der freche Maki hier noch etwas rumtänzelt, gehen wir zu unserer letzten Station. Lisa darf selber eine Ware füttern. Ich gebe dir das mal. Einmal diesen Futterkorb füllen. Dann gucken wir mal, ob der Affe, der da hinten gerade im Weg sitzt, ob der hierher kommt und von dir was haben möchte. Also ich bin ja gespannt. Schau, jetzt gesehen hat er dich. Jetzt kommt er auch.
hockt noch ein bisschen. Also ich muss jetzt erstmal gucken, wie gefährlich ist das überhaupt? Möchte die, dass ich da jetzt herkomme und ich da fressen? Oder möchte Lisa einfach nur, dass ich hier bin und mich dann vielleicht fangen? Und das versucht sie gerade abzuwägen. Jetzt wird's was. Guck mal, Lisa, jetzt fängt sie langsam Vertrauen und jetzt geht sie zu deinem Futter. Hey, jetzt hast du so einen Wari gefüttert. Ja. Genieß das. Ist mega herzig. Ist ja krass, wenn sie zu nah ist und trotzdem nicht weggeht oder Angst hat oder so. Von jetzt an hat Lisa das Vertrauen von allen Wari da gewonnen und unser besonderer Zoobesuch nimmt langsam ein Ende. Ah, schau da, happy, hä? Hey, Anastasia, Wunsch erfüllt, danke fürs Melden. Lisa, wie geht's dir jetzt nach dieser Runde? Es war super. Was hat dir am meisten Freude gemacht? Jetzt also bei den Lemuren und so zu füttern. Falls du zuhause auch einen Freund oder eine Freundin hast, die sich etwas von Herzen wünscht, dann sag mir es auf srfzambo.ch. Zusammen machen wir es möglich, mit Anna erfüllt Wünsche. Und bei uns auf der Webseite findest du auch noch ganz viele andere Überraschungen, die du reinziehen kannst.